16 Jahre nach der kultigen Kifferkomödie Lambok kommt Stefan nun zurück für die Kifferkomödie Lombok. So heißt nun Kumpel Kais nur mäßig florierender Schnellebiss. Hey, und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir höchst selbst an die klassische Gourmet vorbeizubringen. Und wieder hat Kai in seiner Pizza einen leckeren Snack für den so lange abwesenden Freund. Bist du bescheuert? Hier am Flughafen. Das ist ungarische Lamm-Rohwurst-Salami. Hunde können darunter nichts riechen. Ich habe das recherchiert. Recherchiert? Ja, recherchiert. Es ist olfaktorisch schlichtweg unmöglich, Stefan. Olfaktorisch ja. Am Arsch. Hunde können heutzutage ein Gramm in einer Tonne Kaffee riechen. Was machst du? Wie es aussieht, ist es aber zumindest wieder ein leckeres Komödienfutter für Lukas Gregorowitsch und Moritz Bleibtreu. Hör auf, damit die Kuppen schauen. Das zweite Coming of Age, was es im Leben gibt, die Midlife Crisis. Ja. Ne? Also was heißt Crisis? Muss ja nicht gleich eine Crisis sein, aber eben der Zustand, wenn du... Wenn man alles mal hinterfragt wieder, wo man so steht und alles abklopft, so den Status Quo so abklopft. Genau, und die wichtigen Sachen im Leben, die angeblich wichtigen, eigentlich erledigt sein sollten, ne? So dass man auf die zweite Ebene gucken kann, so, also Kinder da, Familie da, Beruf gefestigt, so, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mäßig, ne? Und das hat Kai nicht so ganz geschafft und auch bei Stefan ist das noch so ein bisschen in der Schwebe. Und da setzt der Film an, ne? Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Drogen Spaß haben. Hä? Waren es damals die Probleme mit dem Erwachsenwerden, so sind es jetzt die Schwierigkeiten des Erwachsenseins, die Kai und Stefan in ihre schrägen Situationen treiben. Die beiden haben offensichtlich mit Erwachsen nur wenig im Sinn. Ich finde die Geschichte eigentlich super. Christian erzählt die Geschichte mal so, dass er gesagt hat, wir wollten immer alle eine Fortsetzung machen, alle haben ihn genervt, das zu machen. Und dann hat er gesagt, irgendwann war er so genervt, dass er gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt irgendwas, damit die sehen, das wird sowieso nichts. Und dann hat er das geschrieben und das war leider gut. Das fanden halt leider alle irgendwie lustig. Woran man auch sein besonderes Talent als Regisseur erkennt. Man hat ja auch immer dieses Ding, dass man dann so denkt, will ich das jetzt glauben, dass das gut ist, ne? Weil ich das so sehr möchte? Oder ist es halt wirklich gut? Ne? Und ich hatte dieses, ich so, well, das ist wirklich gut, aber dann bist du so, dass du denkst, nächsten Morgen so Lukas angerufen, ich so, und? Und Lukas so, und? Ich sag, was? Und? Sag du. Er so, nee, sag du. Ich sag du. Und ich glaube, es ist geil, oder? Ich so, ja, ich glaube auch. So, und dann... dann war's das. Und dann wussten wir eigentlich auch, so richtig verlieren kannst du jetzt nicht mehr. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlage, Stefan? Nicht richtig. Ein bisschen erotische Nostalgie am Rande. Alexandra Neldel. Was? Warum warst du eigentlich mit mir zusammen? Wieso? Naja, eigentlich haben wir überhaupt nicht zusammengepasst. Entschuldigung, du warst die Erste, die einen Arschgeweih hatte. Ganz ehrlich? Ja. Wegen dem Sex. Okay. Nein, warte, ich möchte explizit festhalten, dass ich heute nicht mehr so denke. Okay? Also, ich finde dich intellektuell extremst ansprechend. Also, wenn du jetzt sagst, dumm Fick gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich meine, ich fand den Sex, einfach sehr instinktiv. Weißt du? Ja, ich fand den Sex eher, naja... Oh nein, nein, das ist echt eine ganz billige Retourkutsche jetzt. Das ist wirklich eine ganz billige Retourkutsche. Nein, gar nicht. Du hast dir einfach Mühe gegeben. Das ist ja wohl das Schlimmste, was man darüber sagen kann. Wollen wir jetzt? Was? Was war denn los? Er hat sich immer noch nicht um sein Praktikum gekümmert. Du hast gesagt, du sprichst mit ihm. Ja, klar. Pubertät. Ist dein Vater wieder aufgetaucht? Ja, der hängt irgendwo klischeekämpfermäßig auf Gora ab. Ist aber kein Problem. Sabine ist manchmal ein bisschen deutschlehrermäßig drauf. Weißt du, sie versteht nicht mehr, wie man mit den Jugendlichen heutzutage sprechen muss. Yo, John Bois! Tschüss! What's up, Mois? Hey. Ja? Kennst du Stefan noch? Hi, Jonathan.
Und dann ist da noch Kais Stiefsohn, der tief in Dealer-Problemen steckt. Die Konkurrenz hat ihm eine Lieferung Cannabis abgenommen, die zügig bezahlt werden muss. Aber noch ahnt Papa Kai nichts davon. Groß geworden bist du. Yeah. Schön, dass es hier. Jo. Big boy. Bravo. Ich muss noch mal ganz kurz mit dir sprechen. Mama hat mich gebeten, kurz über das Praktikum zu reden. Hey, guck mal, du weißt, ich bin der Allerletzte, der dich wegen irgendwie sowas therapieren will, aber du musst das mit diesem scheiß Praktikum machen. Und ich weiß, du denkst jetzt Praktikum, Maktikum und so, ne? Aber ich sag dir eins. Die kicken dich aus dem Abi. Ist so. Zeiten sind hart. Ne? Rap ist fertig, Mann. Und meine Tochter geht auf eine Privatschule, also... Klar. Ist nur einfach so, weißt du, mein Kleiner, der hat... Also er hat wirklich Probleme wegen dieser ganzen Scheiße jetzt. Und wenn du uns das einfach nur zurückgeben würdest, dann... Gerne, Kai. Sehr gerne. Okay? Für so... 10.000, schätze ich. Entschuldige, aber du weißt ganz genau, dass ich keine 10.000... Okay, okay, pass auf, das kannst du nicht bringen. Warte mal kurz, das kannst du nicht bringen. Gib uns das Zeug zurück oder... Oder was? Oder... Oder was? Oder wir sagen den Arabern, dass du dahinter steckst. Wir sagen überhaupt gar keinen Arabern irgendwas. 10 Jahre, ich habe keine Ahnung, was der redet. Ganz ehrlich. Nein. Ja. Willst du mir drohen, du Opfer? Nein. Gut. Ja, scheiße. Jetzt hau ab, meine Frau kommt gleich vom Zumba. Um also Ersatzstoff zu beschaffen, suchen sie den alten Kumpel Frank auf, den es aber offensichtlich krass ausgehebelt hat. Hey, Frank, Mann. Hey, ich bin's, alles klar? Frank. Frank! Hey, Stefan, Mann. Hey, Frank. Na, alles klar? Die haben den völlig zugeballert. Zwangseingewiesen dürfen die alles. Echt? Scheiße. Wir müssen wissen, wo diese scheiß Plantage ist. Ich hab noch eine Geheimwaffe. Das ist das Einzige, was ihm jetzt helfen wird. Hier drin, ich verliere meine Zulassung. Ich gehe da jetzt rein. Kai. Kai, das ist keine Plantage, das ist einfach nur ein Schweinestall. Kai! Kai, das ist Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Tierseuchengesetz in Tateinheit mit Vorsatz. Kai, du... Kai! Fuck. Kurz, es gibt wieder jede Menge dieser lakonischen Dialoge zwischen sensiblem Witz und geschmacklichem Tiefschlag. Dazu irrwitzige Situationen und ein Blanke-Erschicht durchs Getreide rennenden Wotan Wilke Möhring, so dass die Neuauflage durchaus mehr als nur ein Neuaufguss geworden ist. Fatzen! Haben wir eine Nutte? Frank! Nicht Arsch! Frank, wo willst du hin? Bleib hier! Kotze! Frank! Frank! Und den Eichel! Frank! Frank, bleib stehen! Frank! Und ihn, Lotte! Komm, wir... Anna, Schakal! Ruhig! Anna, General! Anna, lass mich ran! Krieg dich!